Opa, dass du wieder auf uns aufpasst. Erzählst du uns wieder eine tolle Abenteuergeschichte wie jedes Mal? Oh ja, Opa, das wäre Vor langer, langer Zeit ereignete sich etwas Unvorstellbares im Asia-Drachenland. Ach, ist das heute wieder langweilig. Hoffentlich passiert mal was Aufregendes. Mensch, stöhn doch nicht immer so rum, Mom. Meister Tian, wie geht's? Gut, und selber? Mir ist total langweilig. Psst, komm mal her. Ich habe ein Geheimnis gehört. Geh mal zu Lian, der hat ein paar Neuigkeiten. Vielleicht kannst du ihm helfen. Lian, Lian! Was gibt's? Ich habe gehört, es gibt Neuigkeiten. Wie? Was meinst du? Ich habe gehört, du kennst ein Geheimnis? Gibt es etwa einen Auftrag für mich? Ja, ich habe von einem geheimnisvollen Berg gehört. Darauf soll ein Schwert auf der höchsten Spitze des Berges sein. Dieses Schwert bekommt man nur heraus, wenn man das passende Amulett findet und dies da reinsteckt. Es hat magische Kräfte, aber passt auf, du bist bestimmt nicht der Einzige, der hinter diesem Schwert her ist. Ich werde Juno fragen, ob er sich mit mir auf die Reise begeben will. Ich mache mich auf die Suche. Ni hao Meng. Ni hao Juno. Hast du Lust, mit mir eine Reise zum geheimnisvollen Berg zu machen? Dort soll sich ein magisches Schwert befinden. Ich werde dir dabei helfen. Blasebalg kommt mit. Okay, aber vorher müssen wir noch das passende Amulett dazu finden. Am besten wir nehmen das Kampfschiff. Ren, wir sind auf der Suche nach etwas. Dürfen wir mit dir mitfahren? Alles klar, aber vor Sonnenuntergang muss ich euch absetzen. Alles klar, okay. Was sucht ihr eigentlich? Wir sind auf der Suche nach dem Amulett, um das magische Schwert auf dem geheimnisvollen Berg zu erobern. Habt ihr denn schon eine Idee, wo das Amulett sein könnte? Bestimmt in einer Höhle. Ich habe so etwas schon mal gelesen. Blasebalg, hör auf zu toben. Was bist du so unruhig? Blasebalg, komm zurück! Ich glaube, unser Blasebalg hat etwas gefunden. Lass uns mal nachsehen. Schau mal, eine Schatzkiste. Vielleicht ist ja auch da das Amulett drin. Nehmen wir sie mal mit. Gratulation, Jungs. Aber wie wollt ihr die Kiste aufbekommen? Mong, versuch mal mit deinem Schwert. Meins ist leider zu klein. Leute, wir haben's geschafft. Wir haben das magische Amulett Jank Blasebalg gefunden. Komm, Blasebalg, aufs Schiff mit dir. Ich bringe euch noch bis zum Ufer. So, hier endet eure Fahrt. Ich muss weiter. Viel Glück noch bei eurer Suche. Danke. Die Sonne geht jeden Moment unter. Oh, stimmt. Lass uns einen Unterschlupf für die Nacht suchen. Schau mal, Blasebalg hat anscheinend eine Höhle gefunden. Lass uns da hineingehen. Verdammt, wir haben die Kiste im Schiff vergessen. Oh Mann, komm. Wir schicken Blasebalg los, um die Kiste zu holen. Danke, Blasebalg. Lass uns schlafen und bis zum Sonnenaufgang warten. Was für ein schöner Abend, Dragon. Hörst du das? Woher kommen diese Menschenstimmen? Lass uns mal nachsehen, woher sie kommen. Da sind welche. Was haben die in unserer Höhle zu suchen? Lasst uns den Weg mit einem Felsen versperren.
Was war das? Mist, da ist ein großer Felsen vor dem Eingang gestürzt und hat uns den Ausgang versperrt. Das Amulett hat doch Superkräfte. Komm, wir versuchen mal, ob es den Felsen wegschleudern kann. Gute Idee. Geschafft. Guck mal, da ist der geheimnisvolle Berg mit dem magischen Schwert. Geschafft. Das ist es also. Das magische Schwert. Lass uns ausprobieren, ob das Amulett da reinpasst. Dragon! Ja, yeah, wir haben den bösen Dragon besiegt und das Schwert gefunden. Dann war es der auch, der uns den Ausgang mit einem Felsen versperrt hat. Und dann waren alle glücklich.